Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erni und ich habe ein spannendes Thema für dich, also dranbleiben. Ja, Yves hat auch gefragt in einem Kommentar, wie kann man sich selber bei Familienthemen denn helfen? Wie kann man sich selber vielleicht so ein bisschen aufstellen oder da ein bisschen reinschauen ins System? Und da möchte ich dir heute einen Input mitgeben, wie du selber dein System einmal so umreißen kannst für dich und ein bisschen mehr Bewusstheit reinbringen kannst. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Du kannst dir mal die wesentlichen Mitglieder deiner Familie aufschreiben. Zuallererst einmal danke, die Community wächst. Und bald sind die 1000 Abonnenten geschafft und vielleicht bist du schon Teil davon. Wenn noch nicht, abonniere den Kanal, Daumen hoch, teile das Video und das ermöglicht mir, dass ich natürlich diese Inhalte weiter bereitstellen kann und auch weiter deine Fragen beantworten kann, was ich sehr gerne mache, denn ich habe einen riesen Spaß dabei. Gut, und jetzt zurück zu dem Familiensystem. Energetisch gesehen ist es immer gut, wenn man Modelle hat. Das heißt, du solltest das Unendliche, Unfassbare, Unsichtbare immer in ein gewisses Modell reinbringen, um damit arbeiten zu können. Das kennst du vielleicht von der Aura, vom Chakrensystem. Das heißt, da wird in ein Modell die Unendlichkeit gepackt und so visualisiert und begreifbar gemacht. Und heute möchte ich dir ein Modell, das ist abgeleitet von der Transaktionsanalyse aus der Psychologie, einfach einmal mitgeben, mit dem du gut arbeiten kannst in deinem Familiensystem. Und zwar hol dir einfach mal folgende Grundtypen her. Das heißt, wir fassen jetzt einmal Energie zusammen in Täter, in Opfer, in Retter und Verfolger. Also noch einmal, Täter, Opfer, Retter, Verfolger. Das sind so diese vier Grundtypen. Täter, Opfer, Retter, Verfolger. Und da kann man sich dann selber im Familiensystem einmal reinschauen, welche Rolle nehme ich denn ein? Nehme ich eine Täterrolle rein, eine Opferrolle, eine Verfolgerrolle oder eine Retterrolle? Und ich erkläre noch so im Rahmen dieses Videos kurz mal, was das für Rollen sind und wie man die beschreiben kann. Fangen wir mal vielleicht bei den Einfachen an, bei Täter und Opfer. Das heißt, übe ich auf jemanden Macht aus oder wird durch jemand anderen im System Macht auf mich ausgeübt? Das heißt, so eine größer-kleiner Dynamik. Bin ich irgendwo Opfer von jemandem oder bin ich jemandem gegenüber Täter, wo ich eben Macht ausübe? Das ist so Täter-Opfer-Dynamik. Die Retter- und Verfolger-Dynamik ist folgende. Versuchst du jemanden im Familiensystem zu retten? Zum Beispiel, du unterstützt deine Mutter, weil die Beziehung nicht so gut ist oder weil ihre Mutter gestorben ist und sie ist traurig. Bist du da eine Retterin, ein Retter in deinem System? Versuchst du jemanden immer zu unterstützen und also Liebe zu geben? Und beim Verfolger ist es so, versuchst du jemandes Liebe oder Aufmerksamkeit zu erreichen, zu gewinnen, also verfolgst du jemanden. Das sind so diese Grunddynamiken im System. Und wenn du dir mal deine Rollen bewusst machst im System, dann wirst du auch merken, du hast ganz unterschiedliche Rollen unterschiedlichen Teilnehmern im System gegenüber eingenommen. Also manchmal bist du vielleicht Täter, manchmal bist du Opfer, manchmal bist du Retter, manchmal bist du Verfolger. Und mit diesen Grundeinschränkungen oder Grundtypen schränkst du mal das Unsichtbare ein und kannst dir mal ein Bild aus deinem System machen. Wer verfolgt wen, wer versucht wen zu retten, wer übt welche Energie drauf aus. Und durch diese Bewusstheit kannst du mal anfangen, ein bisschen klarer dein System zu sehen und dann natürlich aus deinen eigenen Rollen auch auszusteigen. Wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nur die Beziehung deiner Eltern vor Augen hast, wer da das Opfer ist oder wer da der Täter ist, dann bist du wahrscheinlich die Retterin oder der Retter gegenüber deinen Eltern und dann solltest du aus dieser Rolle aussteigen und einfach einmal dir bewusst machen, okay, ich habe keine Verantwortung für die Beziehung meiner Eltern zum Beispiel. Oder wenn es um Macht und Ohnmacht geht, auch dann kannst du da natürlich besser aussteigen. Ja,
Also das wäre mal so ein Input, wie du dein Familiensystem einteilen kannst. Wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, dann schreib es mir einfach in die Kommentare und ich mache gern nochmal ein weiteres Video drüber oder zeige das mal genauer her. Aber das sollte mal so in der Kürze so einen Input geben. Also Retter, Täter, Opfer oder Verfolger. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und ich freue mich, dass du heute dabei gewesen bist und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss und alles Gute.